So, da sind wir auch jetzt schon an der vorletzten Wochenaufgabe angelangt, nämlich füge gegnerischen Gebäuden mit Explosionswaffen Schaden zu. So, dafür gehen wir in Gruppenkeile rein. Gruppenkeile ist da das Simpelste. So, gehen wir direkt mal rein da. Aber 1000 Schaden ist schon eine Hausnummer, also das ist nicht wenig. So, dann erstmal danke jetzt für 1350 Abonnenten. Wundert euch nicht, der Zähler geht jetzt immer nur in 10er Schritten hoch. Weil ich habe die von Stream-Utilities oder wie die Seite heißt, davon ist nämlich die Anzeige und die gehen dann in 10er Schritten. Also wundert euch nicht, wenn ihr abonniert habt. Hey, ich habe doch abonniert, warum sind da immer noch 50? Deshalb ist das so. So, kurze Sache in eigener. Ja, Deutsch ist da. Ihr habt bestimmt im Titel gelesen, wegen Skin-Verlosung. Ja, ich verlose Skins, auch wenn ich noch gar kein Geld einnehme. Aber ist einfach nur schon mal jetzt ein Dankeschön, was ihr mir jetzt schon an Support raushaut. Also nicht jetzt geldmäßig, Geld kam halt noch nichts, um Gottes Willen, darum geht's auch nicht. Sondern einfach die Like-Zahlen, dann die Kommentare. Es macht einfach Spaß mit euch teilweise auch zu spielen im Livestream. Also ich kann immer nur wieder sagen, danke. Und wie gesagt, als Dankeschön gibt es halt morgen die Skin-Verlosung um 18 bis 19 Uhr. Ich denke mal, wir haben uns ja darauf geeinigt gestern, dass wir, oder vorgestern, dass wir das halt auf morgen verschieben, weil da einfach alle frei haben. Deshalb haben wir es einfach so gemacht und ich hoffe, dass damit auch relativ alle zufrieden sind. Eventuell machen wir das Ganze auch noch über die Kommentare, aber oder halt über die Freundesliste. Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, dass ich das einfach über die Freundesliste mache, da einen random raussuche und dann so ein Skin verschenke. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also, wie gesagt, mir auf jeden Fall dann eine Freundesanfrage schicken und natürlich ein Abo da lassen. Ein Abo wäre natürlich traumhaft, allein schon, weil du mich natürlich damit unterstützt und wenn du die Glocke noch aktivierst, verpasst du auch keinen Livestream. Vielleicht verlose ich auch mal irgendwas spontan im Stream. Also weißt du ja jetzt, was du zu tun hast. So, jetzt hoffen wir einfach mal, was hier die Aufgabe betrifft, dass wir viele Granaten finden und im besten Fall sogar eine RPG. Das ist halt so mein Hauptziel. Möglich ist das Ganze natürlich auch mit einem Boot. Aber mit dem Boot ist die Sache, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Wenn da zu viele Gegner sind, werdet ihr einfach von dem Boot runtergeschossen. Und das war's dann mit dem Boot. Also, ja. Bauartismus ist wieder am da. Ist wieder am da. Ach, da leckt mir am Arsch. Geh ich nicht da hoch. So, dann empfehle ich euch natürlich, die Lootdrops zu öffnen. Weil da die Wahrscheinlichkeit für eine RPG ziemlich hoch ist. Weil hier random, ich glaube, random kann die gar nicht rumliegen. Ich bin mir dabei jetzt nicht sicher, ich will da jetzt keine falsche Aussage machen. So, wir suchen jetzt einfach mal weiter nach Granaten. Das Problem ist, an Granaten renne ich auch gerne vorbei, weil das absolut nicht zu dem gehört, was ich so einsammle. Und diese Lecks, ne? Also PC, das ist echt. Ich habe immer das Gefühl, auf der PlayStation war das nicht so. Jeder sagt mir zwar immer, doch, auf der PlayStation ist das jetzt auch so. Aber ich kann halt nur davon reden, wie ich es halt kannte. Och Leute. Ich brauche kein Medikit. Ich brauche Granaten. Granaten braucht der Vater. Aha. Da haben wir schon mal die ersten drei. An drei Granaten kommen wir ja nicht wirklich weit. Ja, Blue Life ist auch uninteressant jetzt. Ich will nämlich auf jeden Fall, weil wir müssen so viel wie möglich looten. Mich interessieren halt jetzt. Oh Gott, dieser Lex, das ist ja fast unspielbar, ey. Gerade mal nochmal hier unten gucken. Da liegt ja auch gern was rum. Ist hier oder oben? Naja, ist doch hier. Ah, noch mehr Granaten, schmeckt. Haben wir schon mal 6. Ich hole auch 20 mit. Waren wir hier schon drin? Ne.
Ach nee. Seid ihr eigentlich auch so am EP-Geier? Ich hole inzwischen wirklich alles mit. So, dann schon mal danke an LMS Zockt. Da will wohl einer am Gewinnspiel teilnehmen. Oder er mag mich einfach. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. So, wir suchen weiterhin Granaten, 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 Granaten. Gucken, ob wir hier was finden. Sonst fliegen die immer überall rum. Nur jetzt nicht. Aber ist ja immer so. Muss man mit Sturmgewehren Kills machen, findet man kein Sturmgewehr. Oh Gott, ich mach nichts. Das Spiel laggt einfach. Hier ist, glaube ich, auch noch eine Kiste. Ach, Falle bringt mir hier auch nichts. Bam, bam, bam. Wenn wir natürlich schon mal einen Kill machen würden, wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, eine Kiste war hier oben im Dach. Ach, ist mir jetzt so egal. Ich hoffe, der andere lässt da die Granaten liegen. Also wie gesagt, wenn ihr seht, da hat schon einer gelootet, ist egal. Wir brauchen ja Granaten, weil Granaten holen eigentlich die wenigsten mit. Hier ist auch keine. Hier auch nicht. RPG brauche ich, glaube ich, gefühlt auch nicht zu hoffen. Na gut, mit 6 Granaten wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber sobald ihr sterbt, versucht halt direkt wieder zum nächsten Loot Drop zu finden. Falls ihr eine RPG findet, ist natürlich ein Traum. Aber ich glaube, wir haben noch nicht mal Munition gefunden für eine RPG, wenn ich mich nicht irre. Ja, alles wunderschön. Warte, gerade mal gucken. Ne, ich habe noch nicht mal einmal Munition gefunden dafür. Ich sage, das ist so an sich ist die Aufgabe nicht. Aha, da sind die nächsten Granaten. Ah, 9 Stück kann man. Ich konnte mir nicht früher nur 6 sammeln. Ich meine, es waren früher nur 6. So, liegen hier vielleicht mal welche rum. Hoffe ich nur, dass das auch so funktioniert, weil eine Granate ist ja in Anführungszeichen keine Waffe, wenn man so will. Und spart euch die eigentlich auch auf für später. Also nicht direkt alles irgendwo hinhauen, sondern wenn der Endkampf quasi anfängt, weil da ist eigentlich das meistgebaute. So, da hinten kommt schon ein Loot Drop. Noch einen direkt vor uns. Ne. Bam, 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 bam. Der andere ist da hinten, aber da ist auch mein gesamtes Team schon. Das haben wir selber gebaut. So, da müsst ihr auch aufpassen, dass das halt nicht vom Mitspieler gebaut wurde, sondern halt vom Gegner. Deshalb am Ende, wenn die großen Türme halt stehen, müsst ihr die einfach wegholen. Wenn das Ganze zählt. Ansonsten alles nur RPG. Oder mit einem Boot. Eine andere Möglichkeit wüsste ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht. Ja, bauen noch mehr. Nein, 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 nein. Ja. Aber da unten, er hat eigentlich schon relativ gebaut. Muss jetzt eigentlich nur noch finden und da mal eine Granate hinwerfen. Warte, wo war das jetzt? Da unten. Interessiert mich nämlich jetzt halt, wie gesagt, auch selber, ob das zählt oder nicht. Weil ihr wisst ja, wir sind zusammen immer auf der Suche nach der Lösung. Weil die war geil geworfen. So, zählt es. Ja, wenn die Lecks nicht werden. Aber es zählt. Ist auch gut, dass mein Aim wieder im Kreis am Eiern ist. Ah,
Ach, das waren schon 750. Ach, dann ist die Aufgabe ja ganz einfach. Aber wie gesagt, es muss vom Gegner gebaut sein. Deshalb spart euch eure Granaten auf, bis ihr hundertprozentig sicher seid, das ist vom Gegner. Ich könnte jetzt auch das hier kaputt machen, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es vom Gegner ist. Probieren es jetzt einfach mal. Ja, er will safe uns haben. Wie das leckt. Ekelhaft. Aber da, warte. Tut mir leid. Ja, ich wusste, das kann man kaputt machen. Tut mir leid. Und zack, haben wir die 1000 Schaden erreicht. Also einfach mit einer Granate. Okay. Nichts gemacht, aber Gegner ist tot. Also habt ihr gesehen, es ist ganz einfach. Guckt, wo der Gegner gebaut hat, werft eine Granate hin und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Ich denke mal so zwei, drei Granaten und schon habt ihr das Ganze. Oder wartet halt ziemlich bis zum Ende, weil dann kann man einfach mal eine Granate reinwerfen. Da wird schon irgendwas vom Gegner sein, wenn ihr so ein großes Gebilde habt. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, bis zur nächsten Aufgabe und haut rein.